sollen wir lauschen? Wo ist der Jüngling, den ich zu dir sandte? Oh, liebe Mutter, er hat sich den Eingeweihten gewidmet. Ich brauche deine Hilfe. Pamina, deine Mutter kann dir nicht mehr helfen. Dein Vater, als er im Sterben lag, übergab den siebenfachen Sonnenkreis den Eingeweihten. Er sprach mit gefalteter Stirne: Weib, meine letzte Stunde ist da. Alle Schätze, die ich besitze, sind jetzt dein und deiner Tochter. Der Sonnenkreis der Allmacht aber ist den Gewalten bestimmt. Sarastro wird ihn so männlich verwalten, wie es bisher. Forsche nicht nach Wesen, die dem weiblichen Geiste unbegreiflich sind. Deine Pflicht ist, dich und deine Tochter der Führung weiser Männer zu überlassen. So sprach dein Vater. Aber liebe Mutter, dürfte ich den Jüngling als Eingeweihten nicht ebenso lieben, wie ich ihn jetzt liebe? Du, meine Tochter, könntest diesen Menschen lieben, die die Erniedrigung und Verknechtung unseres Geschlechts im Sinne hat. Nein, Pamina, nein. Hier, nimm diesen Stahl. Du wirst Sarastro töten und ihm den Sonnenkreis der Allmacht entreißen. Aber Mutter! Reinbruch!